News und Talks für Gebildete. Ja, wie die ganze Welt ständig auf Scharlatanerie reinfällt, weil ja die soziale Marktwirtschaft bzw. der Kapitalismus sozusagen ein Irrtumsmultiplikator ist, also ein Multiplikator von gewinnbringenden Irrtümern ist und deswegen wir alle einer uns in die Irre leitenden Gehirnwäsche unterliegen. So ist also sozusagen jetzt auch Fridays for Future natürlich die ganze Zeit immer nur bis jetzt dem Einfluss von Scharlatanen ausgesetzt, die sie in pseudowissenschaftlicher, kreationistischer, faktisch kreationistischer Weise, es gibt ja Leute, also viele Leute sagen ja, oh ja, ich finde Darwin toll oder ich akzeptiere die Evolutionstheorie, aber das im Faktischen sind sie dann doch Kreationisten, weil sie eben die evolutionsbiologische Sichtweise überhaupt nicht anwenden und damit sind sie letztendlich faktische Kreationisten. Also alles, was sozusagen, sie können nicht, solange sie im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft und des kapitalistischen Systems noch denken, sind sie immer sozusagen, diese Leute und diese Wissenschaftler, immer Scharlataner, weil sie sozusagen noch nicht herausgetreten sind und von außen sozusagen, von einer Metaebene aus, die soziale Marktwirtschaft und den Kapitalismus noch nicht in der Lage sind, als Krankheitserscheinung der Menschheit zu verstehen, als ja, etwas unglückliche Phase der Evolution zu verstehen, die eben typischerweise gerade aus Irrtumsmultiplikation besteht, beziehungsweise aus der Multiplikation von gewinnbringenden Irrtümern. Und jeder dieser gewinnbringenden Irrtümer stellt eine Gehirnwäsche gegenüber der Bevölkerung dar, was ich am Ende dieses Videos ausführlich darstellen werde. Also, liebe Fridays for Future, hört endlich auf, mit den Scharlatanen zu reden, auf die Scharlatane zu hören und so weiter. Wendet euch echten Wissenschaftlern zu. Die zweiten Scientists for Future 2 sind die einzigen, die sich außerhalb der Gehirnwäschelogik der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus befinden. Und das ist, für mich ist es auch so, das ist schrecklich. Ich muss ja, um für euch irgendwie zu Bericht zu erstatten von dem, was es Neues gibt, sozusagen, immer wieder die Videos anderer und von Professoren und so weiter hören und so weiter. Und es langweilt total, weil es ist solch ein Ausmaß an Inkompetenz, weil es ja klar ist, solange ich noch nicht sozusagen auf der Stufe der zweiten Scientists for Future 2 bin, ist natürlich all das Denken jedes Professors geprägt von dieser sozialmarktwirtschaftlichen, kapitalistischen, irrtumsmultiplikatorischen Gehirnwäsche geprägt. Ja? Und das ist sozusagen, ja, was soll da dann kommen? Gell? Da kommt nur dummes Zeug. Ne? Also, ein paar Nachrichten, bevor es dann nochmal ins Erläutern geht, aber erst nochmal der Hinweis, dieses Video reicht nicht, das ist so quasi, wir sind jetzt im Kapitel der hinteren, im Buch sozusagen, im hintersten Kapitel, in den unbedeutenden Nachbemerkungen, alle anderen hunderten von Videos auf Instagram, auf YouTube, veröffentlicht von den befreundeten Kanälen, alle Texte auf der Homepage der zweiten Scientists for Future 2, überall, da ist das ganze Buch und hier sind jetzt nur ein paar Nachbemerkungen. Also studiert, studiert, studiert. Ohne Studieren werden wir den Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft nicht überwinden und auch beim Klimaschutz nichts erreichen. So, ein paar Nachrichten. Also, das hat sich ja gezeigt in Davos, ne, wo Greta ihre Zeit vergeudet hat mit Luisa und mit anderen und so weiter.
da kippt die Stimmung immer mehr. Trump fährt jetzt schon ganze Breitseiten gegen Greta auf und ein anderer sagt auch, ja, sie soll doch erstmal, bevor sie hier Vorlesungen hält, soll sie doch erstmal studieren, damit sie überhaupt mal was von versteht. Also das heißt, Trump, letztendlich ist die Aussage, Greta soll nicht mehr nerven, ja. Das heißt, die Stimmung sozusagen, es ist die Frage, wann die Journalisten es noch durchsetzen können, dass Greta noch ein Rederecht bekommt auf solchen Veranstaltungen und wann sich Trump und die anderen durchsetzen und sagen, was sollen wir solche Kinder, die immer das Gleiche sagen und die uns nichts Neues mitbringen, weil sie ja die zweiten Scientists for Future 2 nicht mitbringen, keine neuen Ideen mitbringen, keine neuen Konzepte mitbringen. Was sollen wir damit? Ne? Das ist doch letztendlich Zeitvergeudung. Immer das Gleiche sozusagen. Ja. Jetzt noch eine nächste Nachricht ist, ja, es ist nochmal deutlich geworden anhand der Videos in YouTube und so weiter, dass eben durch die gewaltsamen Revolutionen der Vergangenheit, durch die gewaltsamen Revolutionen und Tyranneien wurden ja die drei Begriffe beschmutzt. Das wurde der Begriff des Sozialismus beschmutzt, des Kommunismus und der Planwirtschaft. Das sind die drei zentral beschmutzten Begriffe. Und deswegen, wenn wir die benutzen, wenn wir also von superdemokratischem Sozialismus, Kommunismus, superdemokratischer, echtem Sozialismus, echten Kommunismus, echter Planwirtschaft sprechen, dass wir klar machen müssen, dass es sich um etwas völlig anderes handelt als das, was Tyrannen machen und dann und einfach nur den Namen beschmutzen und also einen Pseudokommunismus, Pseudosozialismus, Pseudoplanwirtschaft aufziehen, irgendein dümmliches, was eben Tyrannen eben so einfällt, was sie dann für Planwirtschaft, für Kommunismus und für Sozialismus halten, was aber damit gar nichts zu tun hat. Ja, also Vorsicht beim Benutzen dieser Worte, immer dazu sagen, dass man sich von den Tyranneien abgrenzen muss, ne? Ja, und dann noch eine Nachricht, ja, das nochmal deutlich geworden ist, dass wir nochmal betonen müssen. Wir müssen rückwärts raus aus dem Kapitalismus. Rückwärts raus. Wir dürfen nicht zwei Schritte auf einmal nehmen, sonst fallen wir aufs Maul. Ja? Wir müssen rückwärts wieder raus aus dem Kapitalismus. Wir müssen schrittweise raus. Stellen Sie sich vor, wir würden jetzt gleich als erstes an die Öffentlichkeit gehen und würden sagen, ja, wir wollen sozusagen das Geld abschaffen. Da kriegen Sie ein verständnisloses, kriegen Sie den verständnislosen Kommentar, ja, diesen Mensch sollte man doch mal in die Psychiatrie tun und so weiter. Ja, weil die Menschheit noch nicht so weit ist. Die steckt ganz tief über beide Ohren, steckt die Menschheit in der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus mit all seiner Gehirnwäsche drin, mit all seiner Unterdrückung der natürlichen Bedürfnisse, mit all den inneren Ängsten, die der Kapitalismus erzeugt hat und so weiter. Und das heißt, das ganze Denken der Bürger ist erzkapitalistisch, erzsozialmarktwirtschaftlich und ist sozusagen das Ergebnis einer unendlichen Gehirnwäsche durch gewinnbringende Irrtümer. Ja? Wie war das? Der Kapitalismus ist ein Multiplikator von gewinnbringenden Irrtümern. Ja? Und diese Irrtümer, jeder einzelne Irrtum ist eine Gehirnwäsche, was ich gleich an einem Beispiel aufzeigen werde nochmal. Jedes Verdienen wird abhängig gemacht vom Dienen für mein Wohlfühlen, für meine Gesundheit und Langlebigkeit, wofür meine Umwelt maximal repariert werden muss. Also als Beispiel, jedes Verdienen. Ich war dabei zu sagen, wie absurd es ist, jetzt schon als ersten Schritt raus aus dem Kapitalismus über Geldabschaffung zu reden. Das würde völlig auf Unverständnis stoßen.
Also, oder jetzt als ersten Schritt raus aus dem Kapitalismus zu sagen, wir enteignen. Oder zu sagen, als ersten Schritt raus aus dem Kapitalismus, wir vergesellschaften. Da würden wir nur als Verrückte angesehen werden. Während als zehnter Schritt kann das von selbst ganz von selbst kommen, dass die Schere zwischen Arm und Reich zum Beispiel zusammengeht. Aber das dürfen wir nicht als ersten Schritt gehen. Wir müssen rückwärts raus aus dem Kapitalismus. Und wenn wir zwei Schritte auf einmal gehen, fallen wir aufs Maul. Ja? Also rückwärts, Schritt für Schritt raus aus dem Kapitalismus. Und der erste Schritt raus ist eben, dass jedes Verdienen sozusagen gekoppelt wird an meine neue zusätzliche Wahlstimme, also an die meine Wohlfühlnotenwahlstimme. Ja? Denn mit der ist der erste richtige Beginn der Demokratie findet dadurch statt. Und das ist noch nicht das, was mit superdemokratisch gemeint ist. Mit superdemokratisch ist noch mehr gemeint. Da gibt es dann noch viele weitere Verbesserungen der Demokratie. Aber erstmal überhaupt, dass wir die Ebene der Demokratie betreten, ist eben durch die Wohlfühlnote als neue Wahlstimme gemacht sozusagen, weil dann kann ich jeden Verdienst eines Menschen, jedes Verdienen eines Menschen abhängig davon, von seinem Dienen an meinem Wohlfühlen, an meiner Gesundheit und an meiner Langlebigkeit sozusagen. Also die Wohlfühlnote wird ja noch ergänzt durch meine Gesundheitsdaten im Vergleich zu den zu erwartenden Gesundheitsdaten. Zu meiner Langlebigkeit, also wie weit sterbe ich vor 127 Jahren, wobei eine Lebensverlängerung über dieses 127 Jahre kein Verdienst mehr ausschüttet sozusagen. Also wir wollen kein Eingriff in die Evolution der Menschheit. Jede Art hat ihr natürliches Sterbealter und das hat gute Gründe. In jeder Art stellt sich das Sterbealter darauf rein, wie weit es keinen Schaden für die Enkelkinder und Urenkelkinder erzeugt, sondern einen Nutzen. Und ab einem gewissen Alter ist ein Mensch für die Urenkel eher schädlich, als dass er noch förderlich ist. Und deswegen stellt sich in der Evolution automatisch ein brauchbares Sterbealter ein. Und das liegt bei uns ungefähr bei 127 Jahren plus minus. Ne? Und deswegen dürfen wir also nach einer Lebensverlängerung, nach 127 Jahren, keine Belohnung mehr ausschütten. Aber bis dahin, bis zum natürlichen Sterbealter gibt es dann immer Pluspunkte sozusagen. Also, es darf in der zukünftigen Wirtschaftsweise nur noch ein Verdienen geben, aber dieses Verdienen muss orientiert werden daran, wie weit derjenige noch Wirtschaft treibende in dieser Form, ein Diener an meiner Wohlfühlnote, an meiner Gesundheit, an meiner Langlebigkeit ist, wofür dann auch meine Umwelt von ihm maximal repariert werden muss, denn ich will, dass endlich der Feinstaub in der Innenstadt aufhört. Ich werde in den letzten Tagen, wo es ein bisschen kälter ist, werde ich vergiftet von den Hausabgasen, weil jetzt die Leute heizen wie verrückt, weil sie ja unbedingt, anstatt die Wohnung unbeheizt zu lassen und sich einen Pullover anzuziehen, sind ja die Leute so drauf, dass sie auf 22 Grad hochheizen und die ganze Luft hier in Köln, im schönsten Viertel von Köln, ist voll beißendem Hausbrennen. Hausverbrennungsabgasen und dann kommen noch die Dieselgase, die mir in die Nase reingeblasen werden, wie verrückt und so weiter. Also davon will ich doch frei werden und mein Hausarzt wird im zukünftigen, also in der Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, wird mein Hausarzt mit aller Macht darauf drängen,
dass in Mobilität in Köln nur noch emissionsfrei geschieht, sozusagen in Zukunft. Ja? Und ein Beispiel ist auch sozusagen die Bremsbeläge. Ja? Also da hat man, Professor Braungart berichtet, der Cradle-to-Cradle-Professor, dass eben, ja, die Bremsscheiben sind mittlerweile völlig asbestfrei, aber mittlerweile ist da ein Stoff drin, der ungefähr 10-mal krebserregender als Asbest ist. Na, das ist ja die Logik des Kapitalismus. Ja, wenn es Proteste gibt gegen einen Giftstoff, einen Schadstoff, dann setze ich den halt, und bis die Menschheit merkt, dass der Stoff, mit dem ich diesen Stoff ersetzt habe, 10-mal so gefährlich ist wie der vorherige, dauert es wieder ein paar Jahrzehnte, da muss es wieder ein paar Jahrzehnte wissenschaftliche Studien geben, bis der dann verboten wird oder rausgenommen wird. Ja, ja. So, dann gab es noch ein Interview mit dem Professor Ulrich Mies, und der sagte einen ganz klaren Kernsatz: Wir brauchen einen Gesamteinsatz für die Beendigung des Kapitalismus, der sozialen Marktwirtschaft. Und damit hat er völlig recht. Und nur sagt er natürlich dann auch, den hat noch keiner, weil er die zweiten Scientists for Future 2 nicht kennt. Ja, denn der bewegt sich ja auch nur in einer Welt der Scharlatane und der Pseudowissenschaftler und der faktischen Kreationisten, wie ich vorhin beschrieben habe. Und deswegen kriegt er das ja gar nicht mit, dass es längst den Durchbruch in der Wissenschaft gibt, ja, weil man ignoriert halt sozusagen den Durchbruch. Aber er hat recht, in diesem Gesamteinsatz haben eben die zweiten Scientists for Future 2 fertig. Ja. Ja, und dann noch eine Bemerkung, die nochmal deutlich macht, in welcher Zwickmühle das alles steckt. Also wir müssen durch die kapitalistische, sozialmarktwirtschaftliche, völlig verrückte Logik, nämlich, ja, dass also eigentlich alles, was den Menschen schadet, Gewinne bringt, und dass im Kapitalismus eigentlich alles, was Menschen betrügt, belügt und schädigt, sozusagen die Gewinngrundlage ist, das führt dazu, dass auch unsere sogenannten NGOs, also diese Non-Governmental Organizations, eigentlich auch paradox geworden sind. Also mittlerweile muss ich sagen, also meine Erfahrung ist, Greenpeace ist ein Verhinderer von Umweltschutz, weil im Kapitalismus alles verrückt wird, alles verdreht wird. Also der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft, ist ein Pervertierer. Es wird alles umgedreht und pervers und verdreht und verrückt. Ja, weil das System so ist. Ja? Alles, was mit guten Absichten beginnt, beendet am Ende wie die Grünen und bombardiert ein anderes europäisches Land und wird zum Kriegstreiber sozusagen. Was als Pazifist beginnt, wie die Grünen, endet als Kriegstreiber. Ja? Und so ist unsere kapitalistische Welt. Der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft, dreht alles um und macht alles kaputt. Ja? Greenpeace ist also, meine Erfahrung, Greenpeace ist ein Verhinderer von Umweltschutz. Der BUND ist ein Verhinderer von Naturschutz. Foodwatch ist ein Verhinderer der Kombireform von Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege von den zweiten Scientists for Future 2, weil die alle davon leben, Probleme zu verwalten im Kapitalismus, und alle ihre Gehälter nur beziehen, die ganzen Geschäftsführer nur dann ihre Posten behalten und ihre Wichtigkeit behalten und so weiter, solange sie das Problem nicht lösen, sondern nur verwalten. Ja, das ist so ähnlich wie im Gesundheitswesen. Solange der Arzt das Krankheitsproblem nicht löst, sondern nur verwaltet, kann er davon hervorragend leben in der sozialen Marktwirtschaft im Kapitalismus, weil ihm für die Erzeugung von Gesundheit niemand auch nur einen Cent gibt, ne? Sondern man kriegt nur Geld fürs Behandeln, verwaltende Behandeln von Kranksein. Ne?
Und genauso wie also sozusagen der BUND der Verhinderer von Naturschutz ist, ist Fridays for Future im Moment noch der Verhinderer von Klimaschutz. Bitte Fridays for Future, reflektiert das, liebe Greta, denkt darüber nach. Ihr seid im Moment auf dem besten Wege, genauso zu werden. Ich hatte gehofft am Anfang, ihr werdet ganz anders, aber ihr seid wahrscheinlich doch auch der kapitalistischen Logik unterlegen und der sozialmarktwirtschaftlichen Logik, sodass ihr, also jeder, der behauptet, dass er irgendwas wolle, nämlich Fridays for Future behauptet, es wolle den Klimaschutz, aber das faktische Handeln ist im Moment, dass Fridays for Future sich auswirkt als Verhinderer von Klimaschutz. Denn wie ist die Logik? Greenpeace besetzt das Thema des Umweltschutzes in der öffentlichen Diskussion. Der BUND besetzt das Thema des Naturschutzes in der öffentlichen Diskussion. Foodwatch besetzt das Thema und blockiert es damit, das Thema der Ernährung in der Gesellschaft sozusagen. Und Fridays for Future verhindert im Moment das Thema des Klimaschutzes, blockiert im Moment das Thema des Klimaschutzes und besetzt das Thema des Klimaschutzes und des System Changes in der Gesellschaft. Und dadurch wird verhindert, dass es überhaupt zu einer Diskussion über den Lösungsansatz der zweiten Scientist for Future 2 kommen kann. Und das ist verrückt. Das heißt also, dass letztendlich gewinnt am Ende wieder der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft und zerstört uns alle weiter. Ja. So, und jetzt wollte ich zum Schluss, weil ja zumindest muss ich jedes Video einen ganz kleinen Einblick geben in den neuen Stand, also was ist sozusagen nach dem faktischen Kreationismus, ja, wenn Wissenschaft überhaupt erstmal wieder Wahrheit betritt, nachdem sie Wissenschaft jahrhundertelang Dienstmarkt des Kapitalismus, als Dienstmarkt der sozialen Marktwirtschaft abgesunken war, als Helfer bei der Multiplikation gewinnbringender Irrtümer sozusagen. Ich mache mal ein Beispiel. Früher haben Wissenschaftler behauptet, ja, also stellen wir uns jetzt hier vor, zwei kapitalistische Denker oder jetzt, die gleichzeitig auch irgendwie eine Firma haben, das könnte ein Wissenschaftler sein, der Wissenschaftler sein, die Firmen haben, hier dieses Kind, das also irgendwie eine eigene Firma hat und auch noch Wissenschaft macht oder Professor wird oder so, ist Träger eines Irrtumsmemes und das Kind hier, das sieht man auch schon hier am Bild hier, das ist ganz nützlich, weil da sieht man, das ist vom Aussterben bedroht, das wird also ja im Bild hier leicht ausgeblendet, ja. Also dieses Kind ist also ein Wahrheitsmemträger, ja. Dieses hier ist also der Wissenschaftler, der gleichzeitig auch ein Unternehmen hat, vielleicht ein Lebensmittelunternehmen oder irgendwas anderes oder beteiligt ist daran oder so. Dieser Wissenschaftler behauptet jetzt steif und fest, Masturbation, also sexuelle Selbstbefriedigung, macht Hirnschwund. Sowas wurde ja früher tatsächlich wissenschaftlich behauptet. Das ist noch gar nicht so lange her. Müsstet ihr mal googeln oder so. Das ist noch gar nicht so lange her, dass also sozusagen solche pseudowissenschaftlichen, kapitalistischen, sozialen, marktwirtschaftlichen Irrtümer verbreitet wurden. Das als gewinnbringender Irrtum. Ja? Das heißt, und dieser ist hier der Wahrheitsmemträger, der sagt, das ist völliger Quatsch, jegliche sexuelle Handlung ist natürlich gesund und reduziert Einsamkeit, erhöht den Endorphinspiegel, macht glücklich und so weiter und ist Teil des artgerechten Verhaltens der Art Homo sapiens sozusagen. Dieser Wahrheitsmemträger ist also, dessen Firma ist ständig vom Aussterben bedroht, er kann höchstens immer hier ein Kind ernähren und nochmal ein Kind ernähren und nochmal ein Kind ernähren und nochmal ein Kind ernähren, bis er dann vielleicht sogar ganz ausstirbt, was dieses hier jetzt, das wäre dann das ganz Aussterben, dass er ganz ausgeblendet wird aus der Evolution, weil was soll er verkaufen? Die Leute werden nicht kaufsüchtig, sie werden nicht konsumsüchtig.
neigen nicht dazu, sich einen 300-Kilo-Bauch anzufressen, wo dann viel reingeht und wo sie dann eben viel kaufen können von seiner Schokolade, von seinen Süßigkeiten, von seinen Zuckerwaren und so weiter. Er macht zu wenig Umsatz, kann zu wenig Kinder ernähren, denn er steht ja in Konkurrenz zu dem anderen Händler hier. Und der andere Händler konkurriert ihn weg und drückt ihn an den Rand im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft und gibt ihm so mit Werbemilliarden konkurriert er ihn aus. Ja, also dieser Händler hier, also sozusagen der Irrtumsmemträger und gleichzeitig Wissenschaftler oder so, oder er bezahlt Wissenschaftler, die entsprechende Ideologie verbreiten, der hat also das Irrtumsmem. Ja, Masturbation macht Hirnschwund. Was passiert in den Menschen? Menschen sind die vertrauensseligsten Lebewesen der Erde, glauben das. Viele glauben das, viele kriegen Ängste, reduzieren ihren Selbstbefriedigungskonsum sozusagen. Und womit ersetzen sie diese Glücksquelle? Sie ersetzen sie mit Shoppen gehen, mit Konsumieren. Und sie kaufen deswegen. Deswegen kann dieser Händler dann schon gleich in der nächsten Generation zwei Kinder ernähren und hochziehen. Und diese beiden Kinder tragen jetzt in diesem Falle beide dieses Irrtumsmeme, Masturbation macht Hirnschwund, unterstützen Wissenschaftler und Universitäten, die diese Ideologie verbreiten, diese Irrlehre, diesen kapitalistischen gewinnbringenden Irrtum weiter multiplizieren und als Multiplikator. Und dieses Kind hier zum Beispiel hat hier wieder drei Kinder. Und hier aus diesem Kind entstehen wieder zwei Kinder und so entsteht also aus einem Händler mit einem Irrtumsmeme, mit einem gewinnbringenden Irrtum sozusagen, entsteht ein riesiges Handelsimperium von Millionen von Handelsbetrieben sozusagen und Handelskonzernen und so weiter weltweit, die solche Irrtumsmeme tragen, ähnlich wie Masturbation macht Hirnschwund. Natürlich, dieses Irrtumsmeme ist ja mittlerweile ausgestorben wieder. Das zeigt also auch, dass also es jederzeit möglich ist, auch wieder mal gewisse gewinnbringende Irrtümer wieder zum Aussterben zu bringen. Und solange der Kapitalismus und die soziale Marktwirtschaft noch regiert sozusagen, wird das meistens durch ein noch besseres Irrtumsmeme ersetzt, das noch bessere manipulative Wirkungen hat und so weiter. Aber es zeigt sich, also solche Memes müssen nicht ewig sein. Wenn einmal ein Irrtumsmeme in der Welt ist, es kann auch wieder verschwinden. Ja? Und das lässt uns doch hoffen, dass wenn wir Schritt für Schritt, Stück rückwärts aus dem Kapitalismus aussteigen, sozusagen, indem sozusagen Irrtumsmeme überhaupt keine Gewinne mehr bringen, sondern nur noch Wahrheitsmeme Gewinne bringen, weil meine Wohlfühlnote sozusagen ja durch Irrtumsmeme verschlechtert wird und durch Wahrheitsmeme verbessert wird. Und dadurch können wir alle Irrtumsmeme auch relativ zügig wieder aussterben lassen. Das heißt also, wir können das alles ganz schnell wieder rückgängig machen. Ja? Also und genauso wie hier die Wahrheitsmeme unter den Bedingungen der sozialen Marktwirtschaft systematisch aussterben, ja, mit ihren Trägern, weil sie auf ihren Handelsgeschäft zumachen müssen sozusagen. Genauso können dann auch in Zukunft quasi durch diesen ersten Schritt raus aus dem Kapitalismus, der zweiten Scientists for Future 2 blenden sich dann sozusagen die Irrtumsmeme aus und die Wahrheitsmeme breiten sich aus. Und dann haben wir plötzlich die ganze Welt von Wahrheitsmemen und statt der kapitalistischen Gehirnwäsche werden die Gehirne wieder gereinigt und werden mit Wahrheitsmemen besetzt. Und dann sind die Menschen wieder glücklicher und geben bessere Wohlfühlnoten ab und die Konsumsucht reduziert ist, der Raubbau an der Erde reduziert sich. Alle, die sich noch was verdienen wollen,
wollen in den ersten Ausstiegsschritten aus dem Kapitalismus, müssen meiner Wohlfühlnote dienen und müssen dafür meine Umwelt reinigen und reparieren, müssen diesen ganzen Dieselgestank und Hausabgasgestank rausschaffen aus den Städten, die Städte emissionsfrei machen und das Land genauso und so weiter. Und dafür wird dann Klimaschutz und Umweltschutz praktiziert. Also das heißt, wir sehen, das Ganze ist flexibel. Irrtumsmeme können kommen, wie das Meme Masturbation macht Hirnschwund. Und ich habe es ja eben hoffentlich deutlich genug gemacht. Die Leute kriegen Angst, unterlassen sexuelle Handlungen, konsumieren mehr, kaufen mehr, werden kaufsüchtig, konsumsüchtig und davon leben all diese Händler, die durch ihre Gelder solche Wissenschaftler fördern oder was auch immer oder in der Kombination sind Wissenschaftler und Unternehmer oder was auch immer, wie da die Assoziationen stattfinden oder es sind Drittmittel, die in die Wissenschaft gegeben werden. Also ich hoffe, es ist deutlich geworden. Also liebe Leute, in den Kommentaren rein, wenn ihr das ganze Buch gelesen habt, die ganze Homepage der zweiten Scientists for Future 2. Ich habe es alles mehrfach gelesen und wenn ihr dann auch alle hunderten von Videos geschaut habt und dann immer noch Fragen habt, dann hier unten rein in die Kommentare, was ihr noch nicht verstanden habt. Aber ich hoffe, es ist deutlich geworden, die einzige Chance für die Menschheit sind die zweiten Scientists for Future 2 und die einzige Chance ist, dass ihr das alles studiert und dass ihr das alles überall teilt, also überall mal an alle möglichen Freunde verschickt und so weiter und sozusagen unsere einzige Chance, die einzige Chance für die Menschheit. Tschüssi!